Moin Leute, was geht? Heute wieder mit einem Video von Elden Ring und wieder ein kleiner Trick, um euch das Leben ein bisschen leichter zu machen. Es gibt einen Boss, der nennt sich Mog und der ist normalerweise hier oben in dieser Unterwelt, ganz oben in der Kirche und der würde da vorne vor dem Kokon normalerweise stehen. Wundert euch nicht, ich habe den natürlich schon besiegt. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr den besiegen könnt, ohne ihn wirklich fighten zu müssen. Dafür könnt ihr nämlich einen ganz einfachen Trick anwenden, indem ihr einfach hier über diese Mauer klettert. Ich zeige euch mal eben, wie das geht. Also, wenn ihr das erste Mal hier seid, könnt ihr ja eigentlich normalerweise ganz normal reinlaufen und der steht da vorne und sobald ihr nah genug dran seid, geht der Bosskampf los. Was ihr machen müsst, ist euch vom Boss besiegen lassen. Das ist wichtig. Ihr lasst euch einmal vom Boss besiegen und dann startet ihr vorne bei Marika-Pfahl. Das ist hier direkt vor der Tür. Ich zeige euch, wo der ist. Werdet ihr dann wieder. Hier! Oh, bin ich blöd. Okay, man konnte ihn nicht sehen. Hier ist dann der Marikasfall und hier werdet ihr wiederbelebt. Was ihr da machen müsst, das ist ganz wichtig. Ihr müsst eure komplette Rüstung ausziehen, so dass ihr ganz leicht seid. Ihr müsst den Aufzug nach oben holen. Dafür gibt es hier diesen Schalter. Und was ihr da machen müsst, das habe ich eben auch kurz vor dem Video mal geübt, ist hier drauf springen, auf den nächsten Grabstein springen. Und dann von hier aus auf den Grabstein. Und jetzt kommt der tricky Part, sage ich mal, weil ihr müsst einen Long Jump machen darüber. Und der Long Jump, der ist im Prinzip sehr einfach, aber muss natürlich die Mechanik wissen. Also was ihr macht ist, ihr drückt Springen und im Sprung drückt ihr schnell laufen, also die Sprint-Taste. Und wenn ihr dann wieder auf dem Boden seid, dürft ihr die Sprint-Taste nicht loslassen. Ja, ihr müsst ihr die ganze Zeit festhalten. Und wenn ihr jetzt nach vorne lauft und dann wieder Springen drückt, dann macht ihr einen Long Jump. Ja, First Try nicht geschafft, perfekt. Ich springe dann nochmal kurz hoch. Also ich habe das eben 5 Minuten geübt, ein paar Mal geschafft. Also ihr schafft das auf jeden Fall auch, das ist nicht so schwer. Ihr springt, ihr haltet Sprinten gedrückt, ihr kommt wieder oben auf dem Boden auf und macht einen Long Jump. Und wieder nicht geschafft. Wenn ich es beim dritten Mal, also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann cutte ich das raus, damit ihr nur direkt den richtigen Jump seht. Also, dann springt ihr hier drauf. Haltet Springen gedrückt, in der Luft drückt ihr schnell laufen, nach vorne und Sprung. So, geschafft. Und was ihr da machen könnt, ist einfach hier runter droppen. Der Boss wird dann hier vorne stehen, der Mog. Er wird sich nicht bewegen. Ihr könnt eure Waffe rausholen. Stellt euch vor den Boss und haut dem einfach ein paar Strahle rein. Und so könnt ihr den Mog easy besiegen. So Leute, nochmal ein kurzer Szenenwechsel, denn ihr müsst ja auch wissen, wie ihr überhaupt in das Gebiet kommt, wo Mog sich befindet. Und dazu müsst ihr den Erdenbaum bereits in Brand gesetzt haben. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr den in Brand setzt, ganz kurzer Recap der Story. Ihr besiegt Godric, ihr besiegt Ranella, ihr besiegt Radahn, ihr besiegt den ersten Gegner im Erdenbaum, ihr kommt ins Eisgebiet, besiegt den Feuerriesen und dann setzt ihr den Baum in Brand. Und wenn ihr den Baum in Brand gesetzt habt, dann könnt ihr erst in das optionale Schneegebiet hier oben. So, und wenn ihr dann hier seid, habt ihr die Gnade Inneres geweihte Schneefeld und von hier aus müsst ihr nach Westen zu diesem Punkt. Ja, ich reite da jetzt einmal hin im Schnellverlauf, damit ihr seht, wie man da hinkommt. Jetzt seid ihr hier angekommen. Da vorne ist schon das Portal. Ich besiege kurz den Gegner. Ja, sobald ihr hier ankommt, wird euch ein roter Gegner, also eine rote Invasion, angreifen, die müsst ihr besiegen, weil vorher ist dieser Teleporter inaktiv. Ihr müsst also diese Invasion besiegen und dann könnt ihr hier diesen Teleporter benutzen. Ich mache das mal eben, dann seht ihr, wo er ankommt, ohne zu viel zu spoilern. So, und dann kommt ihr hier in dieses Gebiet, wo Mog auf euch wartet. Ihr startet also hier unten. Hier oben gibt es dann schon die erste Gnade, Palastallee, das ist auch die Gnade, wo es die 40.000 Runen alle 10 Sekunden gibt. Das habe ich euch in einem anderen Video gezeigt.
Und wenn ihr den Weg dann entlang geht, der ist sehr relativ schlauchartig. Da geht ihr einmal hier drum rum, einmal zack, 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 einmal hier hoch und dann seid ihr im Mausoleum von Mokwin. Und Mokwin könnt ihr dann mit dem Trick ganz easy peasy besiegen. Der gibt auch relativ viele Runen. Ich glaube, im ersten New Game gab der 500.000. Wenn ihr dann auch den Golden Scarabeus drauf habt, gibt er bestimmt über 600.000. Und ja, wenn euch solche Videos gefallen, dann gerne dem Video einen Daumen nach oben dalassen. Gerne was kommentieren, wenn euch noch irgendwas auf der Seele brennt, wenn ihr irgendwas anderes wissen wollt, irgendwelche weiteren Tipps und Tricks. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Haut rein!